sie jetzt handlungsunfähig. Die mich einfach alle ihre noch am Schloss angeschlossenen Wachhäuser einnehmen. Wenn es schief geht, habe ich ein Problem. Zum Glück habe ich noch einen Haufen Truppen irgendwo ganz tief im Hinterland. Was wahrscheinlich alles irgendwo nur noch Gefreite sein werden, aber... Mit 190% geht das schon irgendwie. Sieht's denn da oben aus? Oh, das ist so hart umkämpft, das Ding. Ah, da kommt noch ein Leutnant, der richtet's vielleicht, hoffe ich. Ah, super, hier werden meine Leutnants wieder gemetzelt. Das ist nicht so lustig. Hallo, habe ich da nicht nochmal Verstärkung hingeschickt? Nochmal 3. Ach, 190% kommt schon, gewinnt. Oh, komm! Das darf doch nicht wahr sein! Wie viel Prozent haben denn die? 2000 oder was? Bleibt denn der Rest? Da kommen wir noch mehr. Dass ich so lang dauern würde. Oh. Ja, komm, nimm das Wachhaus ein. Nein, was machst du denn? Oh, was machst du denn? Wie sieht's denn da oben aus? Das gehört ja immer noch nicht mir. Ich glaube es einfach nicht. Kommt schon, nimmt's einen Scheiß. 193%, das soll doch was gehen. Nein, nicht sterben, Mann! Und der andere läuft 2 Kilometer da weg, um irgendeinen Hauptmann platt machen zu wollen. Super, hier unten macht den Hauptmann meine Truppen alle platt. Oh, ich hab 194%! Sind den Scheiß doch endlich ein! Oh, ich verliere alles. Das ist doch nicht wahr. Jetzt gewinnt halt mal einer gegen diesen Scheißhauptmann da unten. Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist denn... Hallo, wo ist denn der... Oh, aus welchen Kilometer Entfernung laufen die denn an? Das darf einfach nicht wahr sein. Super, jetzt besetzen es da oben wieder voll. Ja, leck mich. Nein! Das ist so schwer, aber zu gewinnen! Ich hab 195%! Es kann doch nicht so schwer sein, da einfach mal zu gewinnen. Ist das Ding auch noch nicht eingenommen? Das darf doch nicht wahr sein jetzt. Die haben doch kein Gold und nichts mehr. Das kann unmöglich sein, dass sie so mächtig aussehen. Apropos mächtig, was macht das andere Wachhaus? Nein! Wehe, du verlierst jetzt. Glück hab. Was macht das Wachhaus überhaupt? Da ist noch einer am Leben. Egal. Der Rode ist draußen. Er hat keine Wachhäuser mehr, wo er mich noch angreifen könnte. Was macht der da? Jetzt müssen noch diese Wachhäuser da eingenommen werden. Ja, nein. Die Truppen aus. Ja. Ja, er ist tot. Töte ihn. Und er ist tot und das Wachhaus gehört mir. Fahrt zur Hölle. Jetzt doch da oben das. Ist da Gold drin? Nein. Egal, ich habe 197%. Und sie haben keine Wachhäuser mehr. Also nichts, was sie mich noch angreifen könnten. Da unten, ja, aber das ist eh. Damit habe ich de facto gewonnen. Ich weiß nur noch nicht, wie die ganzen Verluste irgendwann mal kompensieren sollen. Oh, das geht's doch nicht. Das existiert immer noch, das Ding da oben. Jetzt nehmt es endlich ein. Warum steht ihr jetzt noch da dumm rum? Ich will es gar nicht wissen. Kommt schon. Oh.
Kann doch nicht so schwer sein, das einfach mal einzunehmen. So, mein Militärmacht sinkt gerade extremst nach unten ab. Woher das wohl kommt? Egal, ich habe 107% jetzt. Oh! So langsam soll ich doch mal gewinnen. Wieder einmal noch an einem anderen niedermetzelt. Komm, gewinn. Das ist dein... Oh, Versager. Hier steht nicht dumm rum. Ihr geht entweder nach Hause oder in das Wachhaus da rein. Gut, der Rest kann nicht mehr ins Wachhaus gehen. Du kannst da nicht mehr reingehen. Gut, das würde dich wahrscheinlich nicht davon abhalten, das trotzdem zu tun. Oh, verliere ich auch. Hey! Das ist ein Unteroffizier verliert hier. Ich könnte langsam meinen, ich würde gewinnen. So mit 198% und Unteroffizier und so. Schick noch mehr los, komm. Ich verliere schon wieder, oder? Kann das sein? Nein, ich gewinne sogar mal. Hey, endlich. Wir kommen, das Wachhaus muss noch fallen. Dann habe ich mehr oder weniger gewonnen. Oh. Der Idiot verliert natürlich. Ein Versager. Los, lass den Leutnant dran. Lass den Leutnant dran. Oder den Weg sind Unteroffizier. 199%. Jetzt komm. Mach den Blatt. Komm. Nein. Ah. Oh, den verliere ich auch schon. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Hey. Ich habe 199%. Ich soll doch langsam mal gewinnen hier. Ohne Unterbrechung. Und nicht ständig getötet werden. Nein. Was macht denn hier? Es ist doch ein verfickter Gegner. Doch nicht die Fahr! Wie kann ein verschissener Hauptmann so wie die niedermetzeln? 200%! Nicht der Gefreiten ranlassen. Ah, der Obergefreite ist auch nicht besser. Komm schon, ich brauche dieses Wachhaus noch, sonst kann er mich angreifen. Oh, der Obergefreite versaut es natürlich wieder. Ah, ja, klar. Oh, und jetzt geht der Gefreite ran. Theoretisch könnte er es schaffen bei so viel Gold. Aber da ich hier leider nicht die KI bin, schaffe ich es natürlich nicht. Komm schon, ich brauche noch dieses Kackwachhaus. Danach kann es mir alles scheißegal sein. Warum kommt das viel Nachschub? Was soll der Müll? Und die gewinnen natürlich alle gegen meine. Hallo, ich habe ja das Gold. So gewinne ich nicht. Was soll der Unsinn? Hey, ich gewinne mal wieder. Wird auch Zeit. Komm schon, töte endlich mal jemanden, den Hauptmann. Oh nein. Was sollst du denn töten und nicht dich töten lassen? Habe ich keine Soldaten mehr. Toll. Los, Unteroffizier, ran und töten. Aber das wird eh nichts mit dem Obergefreiten. Nein. Oh, ich raste gleich aus. Los, ran. Nimm dieses Ding endlich ein. Komm schon. Ich habe 200%. Oh, komm! Und er verliert auch wieder. Ich glaube es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Nehmt dieses verfickte Ding ein. Oh, der Gefreite geht als nächstes ran. Ja, er wird bestimmt gewinnen. Ja, toll. Super, das kann doch nicht sein. Ich habe da endlos viel Truppe reingeballert und ich lebe... Ey, willst du mich verarschen?
Und er muss jetzt natürlich mit den ganzen scheiß Leutnants behängen. Töte den scheiß Hauptmann endlich! Weil das ist ein verfickter Hauptmann! Das darf doch nicht wahr sein! Oh, der verliert auch wieder! Es ist doch einfach nicht wahr! Man könnte meinen, bei 203% würde ich diesen Hauptmann nicht mal töten können, aber nein! Er tötet all meine Truppen! Was ist das für ein Mist? Ja, er ist tot, er ist tot! Wenn ich es falsch gesehen habe. Endlich! Hat er nur 3 Stunden gedauert. So, jetzt ist finito hier. Jetzt gehört alles mir. Ist da Gold drin? Ja, wenigstens etwas. So. Schluss jetzt. Es greift mich auch niemand mehr an, weil sie einfach keine Wachhäuser mehr haben, mit denen sie mich angreifen können. Ruhe jetzt hier. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich diese Verluste jemals wieder kompensieren soll, aber... Darum mache ich mir anders mal Gedanken. Mann, ey. Was ist das für ein Kackweg? Tschüss. So, Arschlecken ist jetzt angesagt. Mann, Mann, Mann. Erstmal alle 9 Wachhäuser an mein Wegenetz anschließen. So, er hat kein Wachhaus, mit dem er mich irgendwie angreifen kann. Sehr gut. Jetzt muss ich nur 300 Stunden noch spielen, bis ich endlich wieder genug Truppen habe, damit ich nochmal angreifen kann und endlich gewinnen. Das Spiel mal wieder nicht erkennen will, dass ich schon gewonnen habe jetzt. Das Wachhaus will ich auch wieder haben. Ich will wieder mal ein Gold haben. Ja, die Mine macht so eine Weile. So, Schwerter schmelzen. Höchste Priorität. Läuft. 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 Mann, Mann, Mann. Karl. Ich habe gewonnen jetzt. So. Das lasse ich mir auch von niemandem mehr wegnehmen jetzt hier. Kann's ja wohl mal sicher sein. Sicher, sicher. Das war ein Kraftakt. Ein Kraftakt. So, da bin ich wieder. Nach einer kurzen Unterbrechung. Geht's weiter. Ganz ruhig und entspannt. Schnauze. Mann! Soll ich den ganzen Rotz nochmal machen? Nein, was? Geh weg. Geh sterben. Ich habe mich übrigens eben sehr gefreut in der kurzen Pause, die ich eben gemacht habe, weil ich Lust auf eine Pause habe. Deswegen habe ich eben eine Pause gemacht. Ja. Ich habe mich entspannt zurückgelehnt, die Wand eingeschlagen, mehrere Wände und ein paar Häuser eingerissen und alles ist wieder gut. Soll den ganzen Rotz nochmal machen? Ich glaube es ja nicht. So, hier sind schon wieder alle tot oder was? Na toll.
fängt er schon mal gut wieder an. Jetzt habe ich nur noch 181%. Ach, den ganzen Scheiß noch mal von vorne, weil es so schön war. Ich schicke gleich sofort noch mehr raus. Nachdem wir letztes Mal festgestellt haben, dass so ein paar nicht reichen und dass sie ewig brauchen zum Anlaufen, schicke ich gleich diesmal gleich viel mehr raus. Und wir haben 182% wieder nur noch. Was denn? Hey, ich habe eine Siegerung. Da war Gold drin, oder? Nein. Ich behalte es trotzdem. Verstehe, wie die Leute rum. Ah, super, jetzt killt der Hauptmann oben schon wieder all meine Truppen. Nein! Oh, hier laufen ewig die Leutnants rum und das ist alles nicht meine, was? Oh, und ihr lasst euch da wieder abschlachten, ja, ich liebe es. Ich sollte gewinnen und nicht sterben. Hey, ich habe den Hauptmann diesmal viel schneller getötet. Oh, und da haben sie noch überhaupt keinen getötet. Toll. Leckt mich, Leute. Was nimmt da die ganze Lust am Leben? Haben wir da oben immer noch nicht gewonnen. Komm, Bock das ganze Scheiß. Ja, tschüss. Kein Bock da jetzt wieder ewig zu warten und dann klappt es am Ende nicht. Toll! Super! Stehst du, hast du gerade praktisch gewonnen und dann stürzt es ab, weil du speichern willst. Ey, das ist doch nicht wahr! Gut, dann warte ich jetzt einfach. Bis ich den ganzen Haufen guter Soldaten habe. Ich habe ja noch einen Haufen Gold eingelagert, oder? Schnauze, Schnauze. Ach. Spielen wir noch ein paar Stunden weiter. Mir auch wurscht. Boah, das kotzt mich halt so an, ne? Greif mal an und nimm's ein. 180% sollte das möglich sein. Ja, der hat mein Gold da oben, das Arschlöschsicht. Ja. Dafür töte ich dich eines Tages noch. Nimm das da mal ein, komm. Nimm's ein, komm. Oh, ich glaub's nicht. Nein, das könnte man sogar noch gewinnen. Ja, gewinnen wir sogar noch. Zum Glück. Das ist etwas. Hey, da geht einer nach Hause. Da auch, toll. Nehmen wir es eben ganz langsam an. Dem ich eben praktisch schon gewonnen hatte. Das Spiel hasst mich aber auch ein bisschen, ne? Gucken als Tresor noch und offiziell sehr schön. Oh, da habe ich noch einen Leutnant aus. Schön. Ah.
gut, dass ich nicht gleich weiter aufgenommen habe, sondern erstmal eine Pause gemacht habe. Jetzt hätte ich, glaube ich, irgendwas ganz übel Schlimmes, Beleidigendes gesagt. Mehrfach. Ich glaube, ich hätte sehr viele schlimme Fluchwörter benutzt. Sehr, sehr viele. Und ich verliere schon wieder, trotz 184%. Aber Hauptsache, da unten würde ich mit meinem Opa gefreiden. Ist doch logisch. Gibt absolut immer jederzeit Sinn. Immer und überall und jederzeit. Rund um die Uhr. Und tot. Wie sieht es überhaupt da oben aus? Oh, da ist ein Leutnant drin. Und ich verliere, oder? Ja. Ach, komm schon. Gewinne ich wenigstens da mal irgendwann, na also. Wir haben einen Siegerung, wir haben einen Siegerung, ja. Können wir ihm hier ein bisschen lang. Hab jetzt sonst eh nichts zu tun. Fällt mir gerade was ein. So. Ich hasse es. Ich hasse es. Das ist aber nicht das erste Mal, dass sowas Mieses abzieht. Ich erinnere mich da noch an eine Stelle, als ich gerade technisch ein Schloss eingenommen hatte, gleich am Anfang und dann, ja.